Rechnung, Platz 1, 13. Aber geht weiter hier am Marktplatz. Ich habe kurz Pause gemacht gestern mit dem Film, deswegen. Wir sind die Sachen auch schon ein bisschen zusammengeräumt. Und gucken wir mal, was gestern gelaufen ist. So, das Bundeswehrzelt ist weg. Jetzt gucken wir noch schnell weiter drin, im Schildepark. Irgendwie hat die Pause nicht so funktioniert, aber wir sind hier weiter wieder drin, im Schildepark. Deswegen gucken wir uns das jetzt hier in Halle an. Gleich. So sind wir draußen. Die letzten Überbleibsel hier von der HR-Bühne. Jetzt in den Jahrenpark. Gucken wir was. Wie es da jetzt aussieht. Tja, Jahrenpark hier. Immer noch keine wesentliche Änderung. Alles so wie vorgestern. Gucken wir in den Kurbach. So, jetzt sind wir hier unten halt. Ne? Die Kabellinie, Feuerbank hat alles weggeräumt, was sie hatten. Ich habe kurz ins Feuerdorf reingeschaut. Toiletten sind auch noch da. Ah ja, wir sind jetzt hier hin. Da gucken wir uns jetzt hier noch ein bisschen um. Hier ist unser Auto dran an dem Kühlen und dem Zeltabbau. Also, es geht voran. Ja, Pause, also da liegen Steine im Zelt. Schlecht zu erkennen, deswegen. Ich jetzt einfach mal an. Im Gegensatz zu den Zeitungsberichten, dass die Bauklötze verschwinden, auf dieser Straße stehen sie immer noch. Und ich gucke heute Abend, was sich getan hat. Wenn ich irgendeine Veränderung feststelle, werde ich das filmen und natürlich mit in dieses Video einbauen. So, ich bin gerade am Bahnhof hier, letztes Überbleibsel. Die Kameras sind fort. Liegt das ein bisschen verfrüht, wo da der Automat steht. So, da ist die Dicht zum Anschließen. Da oben. Oh, komm mal. Ja, gemein geblieben, das bleibt auch hier. Habe ich vorher gesagt. So, Fahrpläne am Bahnhof, das ist so viel durcheinander kommt und hier liegen jetzt noch die Zelle. Die wichtig sind. Kosten. Liebe Hessentagsbesucher, für die Reinigung und die Sauberkeit auf den Toilettenanlagen bitten wir Sie um einen freiwilligen Kostenbeitrag von 50 Cent. Danke, Ihr Reinigungsteam. Das ist von der Stadt so gewollt.
kurz vor 16 Uhr, die Treppe ist fort. So, die Verkehrsführung ist auch wieder normal. Von der B27 zur B324. Deswegen. So, es ist jetzt so fast 8:30 am Abend, also fast 20.30 Uhr. Der LKW vom Hessischen Rundfunk ist weg. Die Halle ist zu. Nur noch dieser Sprinter steht da vom Hessischen Rundfunk. Tja. Mal gucken, was noch getan wurde, weil es hat vorhin etwas geregnet. So, ich habe dann geguckt hier im Jahnpark, wo die Sparkassenarena auch untergebracht war. Hat sich nichts mehr getan, aber hier im Kurpark in der Stadthalle schon. Es geht jetzt noch mal kurz weiter. So, natürlich noch alles nass. Muss auch wieder trocknen. Das dürfte der letzte Engel jetzt gewesen sein, wo es noch was zu filmen gibt, das was getan wurde heute noch. Deshalb liked das Video und abonniert, wenn es noch nicht getan hat, bitte diesen Channel.